This is Shock 2. Bereit für neue Abenteuer? Lausch und Plausch, dein neues Podcast-Format für Hörspiele bei Shock 2. Hallo und willkommen bei der 7. Folge von Lausch und Plausch, dem Hörspiel-Podcast von Shock 2. Und ich freue mich sehr, dass es im Schocktober auch eine Folge von Lausch und Plausch gibt. Und ich darf wieder zu Gast sein bei der Ann-Sophie. Hallo. Hallo. Und bei Martin. Servus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen uns erst über das Podcast-Getränk diesmal reden. Der Martin hat mir einen Tee eingeschenkt und der ist super, super spannend. Der schmeckt nämlich nach Speck. Und das Räucherspeck. Das horcht sich jetzt ein bisschen grauslich an, als es ist. Es schmeckt wirklich gut. Also es ist ein geräucherter Schwarztee. Genau, Lapsang Souchong. Ist wirklich was Besonderes, ja. Wäre vorgesehen gewesen als das Teegetränk für Jean-Luc Picard, kann man auf Wikipedia nachlesen, ist aber dann auf Earl Grey geändert worden, wegen der allgemein besseren Zugänglichkeit. Ja, ich glaube auch, also man muss sich da wirklich dran gewöhnen, also schon der Geruch ist wirklich sehr, sehr einprägsam von dem Tee, aber das soll jetzt wirklich gar nicht negativ irgendwie klingen, schmeckt besonders, aber immer besser, jeder Schluck. Kräftiger Schwarztee mit Rauchnote absolut. Für die Nase. Sehr spannend. Und ein bisschen geschmacklich, tanzt auf der Zunge. Also Winston Churchills Lieblingstee. Ja, der hat auch eine schwere Zeit gehabt. Also. Ann-Sophie, wie sieht es bei dir aus? Du hast auch einen Tee, aber was weniger rauchiges, oder? Ich weiß, klassischeres schwarze Zitrone. Okay. Fad. Nein, das schmeckt sehr gut. Fad im Vergleich zu euch. Das würde ich jetzt gleich sagen. Spannend wären auch die Podcast-Tipps. Die sind nämlich diesmal auch wieder in unterschiedliche Richtungen. Also wir haben diesmal echt besondere Dinge für euch. Ältere Hörspiele, aktuellere Hörspiele, aber mit der Besonderheit auch alle sind im Moment auch zugänglich. Genauso wie unsere Hörspiel-News, Martin. Da hast du auch ein bisschen was rausgesucht, ich auch. Da haben wir diesmal auch was Englisches drinnen. Auch da gab es nämlich schön. Den Hinweis mal, ein englisches Hörspiel vorzustellen. Das tun wir heute. Schön, schön. Aber es gibt doch quasi auch ein Update zu Serien, die uns schon länger begleiten hier genau, in der Sendung. Genau, zum Beispiel, was uns wirklich seit der ersten Folge begleitet, was wir vorgestellt haben, Drei Senioren, geht auch gerade wieder weiter. Die nächste Staffel, dritte Staffel muss es sein. Das ist die Staffel, ich glaube, da hast du letztes Mal schon drüber geredet, wo sie auch versuchen, so andere Popkultur. Ein bisschen John Sinclair war drinnen, ein bisschen das Traumschiff, Loveboat, Crossover. Knight Rider hat es gegeben, also ziemlich cool. Und es geht jetzt nicht so arg weiter in der Richtung, aber doch auch. Also, und es geht auch weiter mit Mord ist ihr Leben. Das ist auch gerade zweite Staffel. Die Schriftstellerin nicht, mit dem... Nicht lizenzierte Mord ist ihr Hobby-Serie. Die nicht lizenzierte Mord ist ihr Hobby-Serie mit dem Blendo am Anfang. Und es nähert sich immer mehr ein Crossover zwischen diese zwei Sachen. Kommt ja von so einem Studio, hat das so einen Schreiber gemacht. Und es kommen schon teilweise Charaktere dort und da im Hintergrund vor oder es wird davon gesprochen. Also man kennt sich, also das wird noch interessant, da gibt es noch sicher ein Crossover. Und die erste Folge der zweiten Staffel von Mord ist ihr Leben. Also ist auch dort nur True Crime Podcast. Okay. Serie mit True Crime Podcast. Ich bin gespannt. Hast du schon erzählt, ich soll das unbedingt anhören. Ja. Ich bin noch in der ersten Staffel drinnen, aber jetzt nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil es einfach so viele Sachen zum Hören gibt. Aber ist auf jeden Fall etwas, wo ich immer gerne eine Folge höre und weiterkomme. Also ich werde sicher demnächst in der zweiten Staffel dann drinnen sein. Wo es auch etwas Neues gibt, ist eine Hörspielserie, wo wir auch, ich glaube, beim letzten Mal oder vorletzten Mal drüber gesprochen haben, ist ja Marvel's Wastelander. Da haben wir ja schon gesagt, auf Englisch gibt es schon mehrere Staffeln. Das Gute ist, bei Audible gibt es auch jetzt wieder eine neue Staffel und diesmal ist es Hawkeye. Genau, aber nur im Abo. Okay, also diesmal muss man das Abo diesmal haben. Diesmal muss man, also sie haben, wie du vermutet hast und angekündigt hast, Wastelanders Star-Lord ist nach wie vor so zum Hören, da brauchst du nur einen Account bei Audible, sonst nichts. Aber um Wastelanders Hawkeye zu hören, brauchst du ein aktives Abo. Okay, spannend. Deswegen habe ich es jetzt noch nicht gehört, wenn mein Abo pausiert. Pausiert es gerne. Auf Englisch kann man ja auf Englisch ist alles Mögliche drinnen schon. Habe jetzt gar nicht so genau geschaut, aber auf Deutsch ist jetzt einmal Hawkeye da. Dafür, ich kann noch nichts dazu sagen. Ich weiß nur, seit drei Wochen, glaube ich, ist circa da, aber mein Abo ist gerade pausiert. Ich kann es nicht hören. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe aber Kritiken gelesen, dass
besser sein soll sogar noch als die erste Staffel. Oh, cool. Und auf Englisch könnt ihr wirklich alles auch kostenlos hören, selbst auf YouTube, auf Spotify, überall gibt es alle Staffeln eigentlich schon. Nur auf Englisch, auch auf Französisch, genau. Hindi ist mir schon eingespielt worden. Okay. Also. Kurz für alle, die jetzt nicht wissen, Audible Abo und so weiter, weil früher war so, Audible hat man ja ein fixes Hörspiel bekommen, das kann man auch behalten, wenn das Abo beendet ist, ja. Zuletzt haben sie es jetzt ein bisschen erweitert. Man bekommt weiterhin das fixe Hörspiel, aber man hat auch Zugriff auf einen Katalog an Eigenproduktionen, aber auch an ein paar Hörspielen, ein paar Hörbücher. Genau. Also, ich weiß nicht, 200 oder so ähnlich sind. Das sind doch eine Menge, jo. Aber überschaubarer Katalog, wo man auch hineinhören kann, aber auch viel der Eigenproduktionen und eben auch Wastelanders ist da fix. Aber jetzt fangen wir es eben an, weil früher hat man wenigstens die Sachen, die was im Abo waren, die was man im Abo dabei gehabt hat, wenn man kein Abo hätte oder noch Guthaben hat, wenn man es pausiert hat oder beendet, hätte man wenigstens mit dem Guthaben das kaufen können. Ja. Bei Hawkeye ist es so, du kannst es wirklich nur hören, wenn du das Abo hast. Ja gut, aber da gehe ich auch davon aus, um den Bogen auch zu den Videospielen zu schlagen, dass es auch kommen wird bei den ganzen Videospiel-Abos. Mhm. Also wir werden jetzt eher über kurz als lang Spiele sehen, die es nur bei PlayStation Plus gibt oder bei Game Pass. Vorreiter ist ja Nintendo, wo es ja manche Nintendo-Spiele, wie das F-Zero, das neue, dieses Remix F-Zero 99, was ein sehr witziges Spiel ist, das gibt es nur im Abo. Mhm. Kann man nicht kaufen. Und das wird auch bei allen kommen. Bei Filmen und Serien ist es ja auch schon so. Ja. Sie wollen, dass du monatlich zahlst. Absolut, die wollen dich in die Abos reinquetschen. Gut, ich habe einen Tipp, der ist wieder kostenlos, und zwar Sherlock & Co. Es gibt einfach zu wenig Sherlock Holmes Hörspiele. Sagen wir es ganz ehrlich. Viel zu wenig. Ja, gefühlt, nicht gefühlt, sondern jedes Hörspiellabel hat mindestens zwei Hörspielserien. Ja, ich würde gerade sagen, nicht nur eins, sondern mindestens zwei. Manche zwei, drei, vier. Ich finde es auch charmant. Das heißt nicht, dass ich alle gut finde, aber es ist immer schön, dass es neue Interpretationen gibt. Und das ist auch wieder eine wunderbare neue Interpretation in Englisch. Aber so viel kann ich sagen. Ich habe es mit meiner Tochter gehört, auch mit Schulenglisch gut zu verstehen, sehr gutes Englisch, also britisches Englisch, was da gesprochen wird. Und es geht um Dr. John Watson, der in einem Podcast berichtet von seinem Mitbewohner und dessen Detektivabenteuer. Also spielt in der aktuellen Zeit, nur Watson führt kein Tagebuch oder schreibt ihm die Geschichten für den Strand, sondern er macht einen Podcast. Cool. Und das sind die Originalgeschichten von Arthur Conan Doyle, neu interpretiert. Mhm. Und es ist halt immer das Mikrofon dabei. Mhm. Also es ist so ein True Crime Podcast von John Watson. Kann man wirklich sehr gut hören. Gibt es überall, wo es Hörspiele, wo es Podcasts gibt. Und ist ein waschechtes Hörspiel. Also voll Cast, voll produziert, mit Geräuschen, Musik. Aber kommt wie ein Podcast daher. Also ihr hört einen Podcast, der ein Podcast ist. Okay. Also absolut empfehlenswert. Ist für mich sogar eine der besseren Neuinterpretationen der Sherlock Holmes Geschichten in den letzten Jahren. Wo ist das zum Hören? Gibt's bei Apple Podcasts, gibt's, wenn ihr Pocket Cast habt, einfach, wenn ihr euren Podcast Player eine Suchfunktion habt, geht auf Suchen und gibt Sherlock und Kaufmännisches und Co. ein, Und das kommt dann eigentlich sofort. Gibt im Moment 5 Folgen, ist erst im Oktober gestartet, sprich man kann jetzt auch wirklich schön reinkommen. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Achtung, sie wollen wirklich alle Fälle neu interpretieren. Mhm. Es gibt nicht jede Folge ist ein Fall, sondern es zieht sich dann auch über mehrere. Also sie versuchen da auch die Zeitebene hineinzubekommen. Sprich, wenn man wirklich jede Woche eine Folge hört, dann ist auch oftmals eine Folge eine Woche vergangen. Also man hat wirklich das Gefühl, da sitzt in London ein Podcaster und berichtet. Ja, das ist schon eine ganz andere Zugangsweise zu den Originalfällen. Mhm. Also keine neu erfundenen, sondern wirklich die Arthur Conan Doyle-Fällen, aber in der aktuellen Zeit, sprich natürlich auch mit dem einen oder anderen Twist. Cool. Finde ich einen schönen Tipp. Gut, aber wir haben noch viel mehr für euch, und zwar Dinge, die wir uns ausführlichst angehört haben und wo wir darüber berichten, wo wir interpretieren werden, wo wir auch euch unsere Meinung sagen werden. Es sind meistens Dinge, die uns selber gefallen haben. Ja, so viel kann man schon vorwegnehmen, weil sonst würde man es da nicht reinnehmen. Es gibt einfach so viele Hörspiele und es sollen ja wirklich Hörspieltipps sein. Das heißt nicht, dass alle Hörspiele, die ich höre, gut sind, ganz im Gegenteil. Aber ich habe auch überlegt, mal ein schlechtes Hörspiel reinzunehmen und es zu zerlegen, aber es soll nicht Tipps sein, da machen wir auch zu wenig. Das müsste man dann gemeinsam hören und zerlegen. Ja. Aber es macht einfach keinen Spaß. Also, da gibt's auch zu viel Auswahl. Ihr draußen habt auch zu wenig Zeit. Eben, es soll ein Guide sein für, es hat uns gefallen und wir wollen sie dann empfehlen, weil wir auch teilweise, weil wir halt viel hören und auch etwas hören, was uns nicht gefallen hat und wo wir vielleicht ein bisschen davor warnen wollen. Und deswegen wollen wir die Rosinen für euch
hervorbringen. Absolut. Und was ich so sehe, wir haben Science Fiction wieder dabei, wir haben Krimi dabei, wir haben Thriller dabei, wir haben Mockup-Documentary-Thriller dabei, also da ist einiges. Ich würde sagen, starten wir mit dem Tipp, den ihr gemeinsam vorstellen wollt. Mhm, gerne. Ja, dass wir da zum Aufwärmen etwas haben, ja. Weil wir haben da mit Kaffeesatz, Daru und Tod eine Serie, da brennt ihr beide dafür, aber das ist schon ziemlich abgedreht, was ich so gelesen habe. Oh ja, jo. Kann man sehr sagen. Und zwar, es geht um Kaffeesatz, Tarot und Tod. Sagt eh schon ein bisschen was aus, dieser Titel. Es geht um eine Wahrsagerin in einem Hinterzimmer von einer ziemlichen Spelunke, die sich die Baracke nennt. Ist der Eingang zu ihrem Hinterzimmer das kleine Damen-WC. Und das Besondere an dem Hörspiel ist ja, dass es eigentlich der ganze Cast ausschließlich von Frauen gesprochen wird. Also wir konnten eine einzige Männerstimme ausmachen und das ist in der ersten Minuten im Hintergrund an Menschen, die was in der Bar sind, aber das darf halt aus der Retorte stammen. Also ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich irgendwie, das haben sie sich draus löschen können. Das ist aus der Retorte bestimmt. Da war kein Mann dabei. Also im Cast, was da aufgenommen haben, da ist kein Mann dabei und das ist auch das Besondere an dem. Um was geht's? Es geht, wie gesagt, um eine Wahrsagerin, die selbst eigentlich nicht an das Übernatürliche glaubt und sich vielmehr gerne und sehr viel übermäßig dem Alkohol hingibt und ihren Kundinnen eigentlich das Geld aus der Tasche zieht. Sie gibt es sogar offen teilweise zu. Also nicht deinen Kundinnen gegenüber, aber sonst. teilweise vielleicht. Also ja. Nein, Kundinnen nicht. Nein. Stimmt. Ein Kundinnen nicht gegenüber, denn erzählt das Blaue vom Himmel, aber von den Sternen. Ziemlich lustig. Und es geht ganz so lange gut, bis eine der aktuellen Kundinnen, was hat, nicht persönlich in die Praxis kommt, also nennt das immer die Praxis, sondern als Geist. Und sie soll ihr helfen, ihren eigenen Mord aufzuklären. Also ein übernatürlicher Krimi ist es. Habe ich mir am Anfang auch gedacht. Jein. Es ist so also überdreht. Es ist schon Geister. Es ist so überdreht und so arg. Also ja, es ist, ich habe am Anfang auch gedacht, ja, es klingt nach einem Krimi, auch die Aufmachung vom Cover und alles hat nach Krimi geschrien. Aber wenn man die ersten Minuten gehört hat, weiß man, es ist nur abgedreht. Es geht um das Lustige. Es hat Kriminalhandlung, aber die ist eher nebensächlich. Ja, kann man sagen. Es geht darum, wie die Leute miteinander interagieren, den ganzen Blödsinn, was sie verzapfen die ganze Zeit. Es ist auch ein bisschen wüt zum Hören. Es ist nichts für zartbeteiligte Seelen. Also da fallen Kraftausdrücke und auch Anspielungen, die was mehr als nur unter der Gürtellinie sind. Und man bedenke immer noch, es ist ein Hörspielerein mit Frauen, Frauenstimmen, ziemlich wüt. Manche Monologe sind auch recht verstörend. Überhaupt, wenn sie nur mit dem Alkohol komplett dahin ist. Ja, also da muss ich sagen, teilweise diese Alkoholgespräche sogar schwer verständlich. Das ist ein bisschen Minuspunkt, aber der ist nicht stark genug, um das nicht anzuhören. Also auf jeden Fall anhören. Es ist echt cool. Nein, es ist im Gesamten ein Riesenspaß und es nimmt sich nicht ernst. Es möchte auch nicht ernst genommen werden. Und bitte, es darf auch nicht ernst genommen werden. Also ich muss sagen, für die... Wie heißt das? Rufus T. Feuerflug kennen, das ist ja so praktisch. Das für Erwachsene, also von der Sprache her. Rufus T. Feuerflug für Erwachsene, so in der Richtung. Aber von den Wortspielen und die Art, wie es gesprochen wird, das erinnert mich sehr stark dran, aber definitiv für Erwachsene. Ja. Was hat dir noch besonders gefallen an dem Ganzen? Im Vorgespräch habe ich gehört, dass ich verfahren, weil es so lustig war im Auto. Fast. Ich habe wirklich Tränen gelacht teilweise. Es sind manche Sachen dabei. Da muss ich jetzt zurückspielen, muss das nochmal hören. Es ist das Lustige von der, eben die Wahrsagerin, die selbst nicht daran glaubt, an den Übernatürlichen, und dann kriegt sie Geister zu sehen. Aber sie will das gar nicht. Sie ist glücklich mit ihrem falschen Wahrsagen. Genau. Und sie sagt, na, das Echte will es gar nicht. Sie ignoriert dann die Geister so in der Richtung, so, ich sehe auch nicht. Sie will das nicht, sie will nur... Weil sie kriegt kein Geld von den Geistern. Das muss sie hat ja ihren Beruf gewählt, weil sie eben betuchten, reichen Leuten das Geld aus der Tasche zieht mit Wahrsagerei und die Geister haben nichts mehr.
Also da kommt nichts mehr rüber. Also das sagt es ja ganz offen. Also sehr, sehr abgedreht, sehr cool. Und die ganzen Charaktere, weil dann kommt einem natürlich eine Kommissarin kommt dazu und das Ganze, weil ja Mordfälle aufzuklären sind. Die Kommissarin, wisst ihr, die sind so schräg. Oh ja, schräger Charakter, definitiv. Ja. Die Schwester, sie hat einen Zoo in der Wohnung, Herbert. Also das ist ja ziemlich, ziemlich wild. Für wem ist das was? Ja, wo sagt sie, okay, was sollte man mögen, dass man das mag? Weil ich glaube, es ist nicht für jeden was, oder? Es ist für jeden was, der was Rufus T. Feuerflieg schon mal gehört hat und damit eben seine Lacher hat und seinen Spaß hat. Und älter als 16 ist. Und älter als 16 ist, auf jeden Fall. Weil sonst auch die Anspielungen gar nicht verstanden werden richtig, oder ja. Und wenn man noch ernsthafte Spiele mag, dann also, soll man es nicht unbedingt anhören. Nicht vor Seriosität das Ganze. Einfach, man muss sich drauf, also wenn eben so, ich glaube, ich würde es empfehlen, wenn ich jetzt im Forum nachdenke, so in der Richtung, diese schönen, wir haben eine schöne Threads gehabt mit den Blödel-Videos und dergleichen und okay. So, und diese Flachwitze. Also die, was da drinnen ihren Spaß haben, so in der Richtung, reinhören. Was muss ich machen, dass ich das höre? Wo bekomme ich das? Genau, stimmt, haben wir noch nicht gesagt. Es ist von HM Audiobooks, Hermann Media. Haben wir schon Sachen drinnen. Lefebvre und Murphy hast du vorgestellt. Ich habe Neue Welten vorgestellt, vor dem Verlag ist es. Ist auf den üblichen verdächtigen Sachen zu hören. Es gibt es auf Audible, wenn man hat. Aber gut, muss man Guthaben draufwerfen. Ja. Sonstige Spotify, Apple, Amazon, alles durch die Bank. Also entweder kaufen pro Folge. Also breitenwirksam. Ihr könnt es im Streaming-Service natürlich auch hören. Nichts Exklusives für einen ganzen, weil es eben ein eigenes Label ist, was wieder über die verschiedenen Streaming-Dienste Sache ausbringt. Man kann es natürlich über einen Verlag direkt auf der Homepage kaufen. Aber wenn man irgendwo ein Abo hat mit Spotify oder dergleichen, da kann man es hören. Und dafür lasst euch mal drauf ein. Ich bin auf Reaktionen gespannt. Ja, nein. Das wird besser mit der Zeit. Es wird die besser. Die erste ist weniger gut als die anderen, ist trotzdem gut genug, dass man weiter hören will. Genau. Die anderen sollten auch besser. Ja, muss ich reinhören. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es was für mich ist. Ja, wobei Rufus TV öffentlich kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ja. Ja. Aber ich werde reinhören auf alle Fälle. Es klingt dann durchaus spannend, auch von der Handlung und so weiter. Und wenn es gut geschrieben ist und nicht nur blöd, dann ist es Von der Handlung, von den Handlungen nicht zu viel erwarten. Okay. Sie sind cool, sie sind schlüssig, sie sind da, aber in der Hauptaugenmerk ist nicht die Handlung, sondern eben diese Slapstick, diese... Okay. Ich werde mal anhören. Und die Dialoge. Die Dialoge. Sehr schön. So viel... Ich habe gerade Flashbacks in der Richtung. Cool. Also, sehr schön. Martin schüttelt es gerade. Ja, also man lacht nach, also deswegen lasst euch darauf ein. Es sind auch bekannte Stimmen dabei, ich kann es gar nicht aufzählen, also es werden auch Stimmen bekannt vorkommen. Und auch alles im Dialekt fand ich schon interessant. Natürlich, es sind unterschiedlichste deutsche Dialekte. Also. Aber gut verständlich, also ich habe es verstanden, ich habe es mit deutschen Dialekten nicht so, also von dem her gut verständlich. Es ist nicht so, dass es... Ich habe jetzt gar nicht in Erinnerung, wo das spielt so in der Richtung. Also das könnte der Hamburger Hafenkneipe sein oder irgend sowas. Also eher nordisch. Ich hätte es dort eher verortet, aber da brauche ich natürlich dann Ansässige, so wie ein Dirk zum Beispiel, der was man das ein bisschen besser durchleuchten kann, wo kehrt das genau hin. Also gerne Feedback geben in den Kommentaren, wenn ihr irgendwelche Dialekte erkennt und uns weiterhelft, wo das dann angesiedelt ist. Sehr schön. Ein schöner, eigentlich war das der Bonustipp. Das war der Bonustipp, hat einfach aber wir waren so begeistert. So gemeinsames Tipp, Ich würde sagen, ich grätsche einfach, um auch Abwechslung zu haben, jetzt mit meinem Tipp hier rein, der komplett was anderes ist. Das ist ein Hörspiel, das habe ich vor einigen Jahren zufällig gehört. Das war in diesem, ich weiß nicht in welchen, einer von den deutschen öffentlichen Hörspiel-Podcasts, wo Krimis und andere Hörspiele veröffentlicht werden pro Woche, war das plötzlich drinnen in meiner Playlist und wahrscheinlich war ich mit dem Hund gerade unterwegs und plötzlich kam das und ich war wirklich geflasht von diesem Hörspiel. Hab's eigentlich dann wieder vergessen. Das ist so ein Hörspiel, das hören wir einmal. Mhm. Das ist auch ein One-Shot, also 50 Minuten und das ist vorbei. Aber 56 Minuten. Aber ich habe es, glaube ich, damals schon zwei, drei Leuten erzählt, dass ich wusste, glaube ich, nicht mal, wo es das gibt, weil ich einfach nicht mehr gewusst habe, von welchem Hörspiel-Podcast das ist, aber auf alle Fälle war ich ziemlich angetan. Es geht um die Wahrheit über Hänsel und Gretel, tödliche Recherche zum Märchen. Und jetzt habe ich das Hörspiel wiederentdeckt, wieder bei dem ARD-Hörspiel-Podcast. Da gibt es nämlich gerade wieder einige neue und da gibt es einen neuen, wo meistens Wirtschafts- und Politik,
Thriller veröffentlicht werden. Und ganz egal, ihr braucht eigentlich nur nach Hänsel und Gretel suchen, da ihr die Audiothek und findet das auch sofort. Oder ihr klickt den Link an, den wir euch dann auch zur Verfügung stellen in den Shownotes. Und bevor ich über das Hörspiel rede, muss ich ein bisschen über die Entstehungsgeschichte zu dieser Geschichte, weil wir ein bisschen einlesen können natürlich, reden. Das Ganze basiert auf einem Roman, auf einem Buch, das 1963 veröffentlicht wurde und für einen kleinen Skandal in Deutschland anscheinend gesorgt hat. Ja, war wirklich ein Medienphänomen. Und zwar hat der Autor Hans Draxler eben damals unter dem Titel Die Wahrheit über Hänsel und Gretel ein Buch veröffentlicht, ja, wo er über einen Archäologen, über den Herrn Ossek schreibt und den auch begleitet. Und dieses Buch war wissenschaftlich aufgearbeitet, sprich es gab Skizzen, es gab Fotos, es gab Analysen, DNA-Analysen. Also es war wirklich also fundiert, sehr, also wissenschaftlich fundiert. Zumindest sah es so aus. Und es, ja. Das Ganze hat ein großes, ja, ein großes Medienecho gehabt. Ja, ich habe mit dem Der Autor hat vor ein paar Jahren ein Interview auch noch gegeben, da war über 70 schon, und sagt, er kriegt heute noch Anrufe, die ihm hassen oder ihm fragen, ob das doch dann wahr heißt, ja, weil das Ganze war natürlich fake, es war eine Satire. Es war eine Satire auf diesen ganzen Archäologie-Hype, der schon im Jahrhundert davor von Schliemann ja losgetreten wurde. Schliemann, also Heinrich Schliemann, der hat Troja ausgegraben. Ich weiß, alle, die sich mit Archäologie ein bisschen auskennen, werden sagen, man weiß bis heute nicht, ob es wirklich Troja war, aber zumindest hat er eine Stadt ausgegraben und hat halt auch nach der Odyssee und nach Homer eigentlich gesagt, okay, das ist keine Sage, das ist ein Tatsachenbericht und hat wirklich eine Stadt gefunden. Ja. Mhm. Und das sieht auch vieles spricht dafür, dass das Troja war, dass das eine wichtige und vor allem umkämpfte Stadt war. Da hat man einige Hinweise ja gefunden, wird bis heute ausgegraben. Also ist noch lange nicht fertig, diese Ausgrabung dort. Aber auf alle Fälle hat das einen richtigen Hype nach, okay, wie viel in der Bibel ist Tatsache, wie viel in Märchen ist Tatsache, in Sagen. Ja. Und gerade in Deutschland gab es da auch immer das Verlangen, nicht unbedingt nach Griechenland zu schauen oder nach Ägypten und so weiter, sondern hey, wir haben doch selber Sachen, genug Märchen Sagen also. Und so weiter. Und genau in dieses Nachkriegs ja, Herz hat anscheinend auch der Hans Draxler hinein gestochen, dann als er Anfang der 60er Jahre da dieses Buch veröffentlicht hat, was aber eigentlich eine komplette Satire war. Mhm. Und er hat das auch klargestellt ziemlich schnell, dass das eine Satire ist. Und wenn man es liest, dieses Buch, gibt es bei Reklam für wenige Euro einen Nachdruck, sogar mit Vorwort und Bearbeitung und so weiter. Es geht da um geheime Lebkuchenrezepte und so weiter. Also es schreit von vorn bis hinten, ich bin fake, ja, aber trotzdem, die Leute haben es glauben wollen. Und er wurde eingeladen, auch der Wissenschaftler, den hat man gesucht, ja, den gäbe es natürlich nicht. Ja. Eben ein japanisches Institut wollte unbedingt Übersetzungen machen, hat ewig um die Rechte gekämpft. Ja. Also allein das wäre eigentlich eine Podcast-Serie. Mhm. Ja, man könnte eine Podcast-Serie über die Entstehung von diesem Hörspiel machen. Um was geht es? Es geht um diesen Archäologen, der auf Tatsachen, also der einfach sagt, die Gebrüder Grimm haben da Tatsachenberichte verwendet und ich suche das Hexenhaus. Und er findet das Hexenhaus auch. Also ich habe keine Angst, ich spoilere jetzt nicht das Hörspiel. Das Hörspiel ist dann ein bisschen anders. Und kommt aber drauf, die Geschichte war ein bisschen anders. Ja, die Hexe war keine Hexe, sondern eine Bäckerin und die hat ein Lebkuchenrezept. Die hat einen Lebkuchen erfunden, laut dem Hörspiel. Genau, also Hörspiel gelesen, nicht vor allem ein besonderes Lebkuchenrezept gehabt. Und Hänsel und Gretel waren nicht Hänsel und Gretel, sondern Hans und Grete, Erwachsene, die dieses Rezept haben wollten. Mhm. Und als erstes haben sie versucht, sie zu foltern und sie als Hexe zu denunzieren. Das hat aber nicht geklappt, sie hat alles überlebt. Ja. Und dann haben sie kaltblütig umgebracht. Ja. Erschlagen, erstochen und dann auch noch verbrannt in ihren eigenen Hofen. Um dieses Rezept zu haben. Und danach haben sie eine Firma gegründet, die heute noch Lebkuchen in Nürnberg erstellt. Es ist einfach ein komplett abstraktes Ding. Ja. Das Gute ist, dieses Hörspiel, und darum habe ich euch die Geschichte auch erzählen können, nimmt das, ja, verändert es auch nicht, ja. Spielt aber in der aktuellen Zeit und es geht um eine Radiojournalistin, die Radio Spessart. Genau, für Radio Spessart zuerst und nachher für den WRD, weil sie einfach merkt, dass das ein Riesending wird. Ein Archäologie-Spinner eigentlich am Anfang begleiten möchte. Der das ein Volksschullehrer, der was sich genau. als Archäologe ausgibt. Und dann hat er reingekippt. Und das Gute ist, das Ganze ist aufgearbeitet als Mockup-Dokument, genauso wie
Insomnia so in der Richtung. Ja. Es erinnert mit dem, weil du nur die Aufnahmen hörst die ganze Zeit. Genau, eigentlich. Es erinnert halt total auch an Blair Witch Project. Genau. Ja, genau. Also ihr habt mit den Stimmen. Genau, und vor allem die Radioaufnahmen sind auch sehr, haben auch viele Störungen. Viel Rauschen drin. Man hört immer wieder eine geheimnisvolle Stimme. Ja, ja, weil das ganze Ding hat noch zwei Twists drinnen. Ja, das ganze Ding hat zwei Twists, die nicht im Buch drinnen sind, weil das eben erzählt wird dann noch eine Metageschichte rundherum, die ein waschechter Thriller ist. Rund um diese Journalistin, rund um den Archäologen, um den Ex-Freund oder Freund von der Journalistin. Das ist absolut hörenswert. Mhm. Ja. Und es sind 50 Minuten, ist super spannend, ist extrem gut abgemischt, mit Kopfhörern unbedingt hören. Damit man das Rauschen, das Ganze kann ich empfehlen, mit Kopfhörer zum Hören. Ich kann euch jetzt schon versprechen, das zieht euch rein. Also wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt, ja, das zieht euch echt rein, dieses Hörspiel. Ich habe es jetzt zum dritten Mal gehört, jetzt beim Hergehen, ich finde es auch immer extrem gut gemacht. Ich entdecke auch immer wieder neue Sachen, die sie eingebaut haben. Bob Conrad und Markus Weber, die beiden Hörspielmacher, die da wirklich in Kleinstarbeit versucht haben, dieses Buch zu etwas komplett Neuem zu gestalten. Mhm. Also das hat nur die Grundprämisse des Buchs eigentlich noch gemein, aber ist absolut modern. Also ist noch viel von dem Buch vorhanden. Also ich habe das Buch nicht gelesen, du hast mir das Buch noch erzählt, dass es ein Buch ist. Und ich habe das ich hab's gestern gehört. Genau. Und also das ist Spaß, sehr nah am Buch. Also das macht echt Spaß. Das macht echt Spaß. Für mich hätte es noch eine halbe Stunde länger dauern können oder 20 Minuten. Ja, ich weiß. Aber ich weiß, das bleibt immer in der Stunde wahrscheinlich. Ja, oder so. Erstens das und ich glaube einfach, das ist wieder dieses Hörspielphänomen, dass du dir eigene Gedanken machen sollst. Ich mag diese Radiohörspiele, ja. Weil es einfach nur ein Ding ist. Aber in 90% der Fälle ist ein offenes Ende oder ein Ende, was für mich nicht das ist eigentlich, was ich hören wollte. Ja. Mhm. Ist da auch so, ja. Okay. Oh, mir hat's gefallen. Also das Ende und so gefallen mir alles. Wir hätten nur gerne ein bisschen ausbauen können. Ein bisschen ausbauen, weil es wird, finde ich, dann etwas hektisch unter Anführungszeichen. Ja, es gibt dann einige Zeitsprünge und genau, so. Genau, es gibt dann ein paar Zeitsprünge. Genau. Aber trotzdem, dadurch, dass, ja, es ist, ich gebe dir recht, könnte immer sein. Oder 20 Minuten, das hat schon reichen. Es könnte auch ein Zweiteiler sein, das kriege ich. Es könnte dann sein, nur halt 10 Minuten länger, Viertelstunde länger, das hat man schon gereicht. Ihr habt es noch nicht ankert, aber du sagst, es basiert auf diesem Buch. Mhm. Ist das auch wirklich, also die Geschichte vom Buch, ist das genau dasselbe mit diesen zwei Erwachsenen, die eigentlich die Bäckerin umgebracht haben im Endeffekt? Ja, also das ist wirklich die Geschichte vom Buch. Das ist schon ein Spoiler, aber das habt ihr auch im Text. Also es ist nicht das Spannende, dass das rauskommt, sondern das Spannende ist, was drumherum passiert und wie das inszeniert ist. Ja. Drum habe ich mich auch entschieden, sonst könnte ich euch über das nichts erzählen. Es geht um Hänsel und Gretel, aber das ist es nicht. Also es geht da wirklich, wie es gemacht ist und wie das aufgearbeitet ist. Die Geschichte vom Buch ist eigentlich nur die Grundlage für diese Prämisse. Mhm. Ja? Also das Buch habe ich euch gespoilt, aber nicht das Hörspiel. Alles klar. Klingt spannend. Ja, kann ich bestätigen von Hörspielaspekt jetzt. Ja. Genau. Und es ist kostenlos anhörbar in der ARD Audiothek. Ihr könnt es auch runterladen, auf eure eigene Podcast-App spielen oder was auch immer ihr damit machen wollt. Player könnt ihr euch damit aussuchen. Finde ich ein absolutes Hörspiel, was für mich zu den wahrscheinlich Top 10 Radiohörspielen seit 2000 gehört. Also absolut. Kann ich unterschreiben. Also ich habe es wirklich gestern gehört und war echt angetan. Ja. Nein, ich bin total gefreut. Ich habe es schon einmal gesucht, da war es aber gerade nicht verfügbar. Mhm. Aber wie ich gesehen habe, dass das wieder jetzt verfügbar ist in der ARD Audiothek, das muss jetzt unbedingt im Podcast endlich vorstellen. Eben vielleicht, ich glaube, wenn wir das Buch noch nachhören und dann wieder das Hörspiel. Gibt es hier rund 5 Euro bei Reklam. Also es gibt so ein kleines Reklamheft, aber das komplette Buch und das Besondere ist an der Reklamversion, ist, du hast auch ein schönes Vorwort und auch eine Bearbeitung noch. Also wieder, was alles passiert ist seit den 60er Jahren, rund um dieses Buch. Okay. Mhm. Gut. Ja, dann würde ich sagen, an Sophie. Hätte ich auch vorgeschlagen, genau. Das klingt, ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein guter Mix hinein. Wir wollen ja schauen, dass wir möglichst unterschiedlich haben. Und da steht Science Fiction. Da ist wieder ganz was anderes. Science Fiction, wobei nichts Science Fiction mit Spaceship oder was auch immer, sondern Science. Es geht um Telepathie und Sterben. Mhm. Ui, klingt so ein bisschen ernst. Es heißt das Experiment von Eva Maria Mudrich
kommt ja, eventuell, gehört, genau, bekannt vor. Hatte ich empfohlen vor ein paar Folgen, Das Vogel im Käfig. Mhm. Und das diesmal ist ihr allererstes Hörspiel, datiert 1971. Ich habe es wirklich mit den Hörspielen von der Zeit. Das finde ich auch fantastisch an der Audiothek. Du hast ja dann wirklich auch so die Podcasts, ja. Und dann kommt dann ein 70er-Hörspiel, dann eins von 2012, dann kommt eins vom letzten Monat und dann wieder eins aus den 60er-Jahren. Und trotzdem hast du dann so einen Kontext. Ach, Das ist schon sehr schön. Ja. Wahrscheinlich der einzige gemeinsame Punkt mit deinem vorigen Tipp ist, es ist circa 50 Minuten lang. Also es ist auch... typisch für Eva Maria Mudrich, dass sie so eben so knapp unter einer Stunde Hörspiele hat. Mir gefällt's. Ich mag diese Länge. Kann man in der ARD-Audiothek hören? Ich habe es ursprünglich eigentlich bei Amazon Music gehört, aber es scheint nicht mehr drinnen zu sein. Ja, aber in der ARD auf jeden Fall vorhanden. Viel kann man nicht im Voraus erzählen über ein Hörspiel, der eh nur 50 Minuten lang ist. Aber so kurz gesagt, die Hintergrundidee ist, was wäre, wenn man in den ersten Minuten, nachdem den eigenen Tod eingetreten ist, immer noch telepathisch mit einem anderen Menschen kommunizieren könnte. Der noch lebt oder schon tot ist? Der noch lebt. Okay. Und so praktisch, wenn man dieser Person telepathisch die Information übergeben könnte darüber, was in den ersten Minuten nach dem Tod passiert. Mhm. Das heißt, wir könnten dann so die große Frage der Menschheit beantworten. Das Leben nach dem Tod. Beziehungsweise halt sofort nach dem Tod, die ersten Minuten könnten schon sehr einschlaggebend sein. Also mit dieser Idee beschäftigt es sich. Das Interessante ist, das ganze Hörspiel ist eigentlich eine Radioaussendung. Mhm. Also auf jeden Fall eine Aussendung, die eigentlich eine Warnung ist. Das heißt, es wird nicht genau gesagt, dass es ein Radiosender ist, aber ich gehe davon aus, die ihre Hörer darüber vorwarnen will. Also über was? Ja. Also die Idee ist, dieses Wissen wurde weitergegeben. Und also wurde telepathisch von jemand weitergegeben. Ja. Also mehr möchte ich nicht erzählen, aber die Idee ist, lasst euch das nicht weiter erzählen. Ich habe es noch nicht gehört, deswegen stelle ich so blöde Fragen. Genau, und das ist das Hörspiel fängt mit einer Vorwarnung an, dass eventuell kommt eine Person irgendwann auf euch zu und will euch etwas erzählen und das solltet ihr bitte nicht zuhören. Also irgendwann taucht ein verrückter Wissenschaftler, Junge auf und fragt nach einem Buch. Es wird auch nicht genau gesagt von Beginn an, wer diese Person ist. Also es wird eigentlich als echtes Radio... Es ist eine erste Vorwarnung über Radio und es ist auch... vorgelesen von, also Briefe werden vorgelesen, Audioaufnahmen werden abgespielt. Das ist jetzt wahrscheinlich ähnlicher das ist doch ähnlicher, glaube ich, an meinem Tipp, als du glaubst. Ja? Ja. Weil das ist ja auch, beides sind ja Mockups. Denke ich mir auch gerade. Also beides sind ja Serie, auch meins kannst du hören als Radio. Du hast ja auch mal so Werbespots. Genau, Werbespots sind Radio spessert. Ja. Also das ist einfach, Sie wollen ja, das ist eben auch das, was ja schon Orson Welles ja geschafft hat mit Krieg der Welten. Genau. Dass du einfach ein Hörspiel hast, ja, wo die Leute, egal ob sie es wissen oder nicht, ja, manchmal weiß man es, manchmal nicht, ja, nicht wissen, dass das, oder sich, wenn sie darauf einlassen, dass das wie klingt, wie ein Radiostück. Mhm. Also einfach eine Nachrichtensendung, eine Dokumentation im Radio oder so weiter. Ne? Ja, genau. Ja. Und das ist in dem Fall nicht also kein Podcast über mehrere Folgen oder so, sondern es ist eine einzige 50-minütige Aussendung. Achtung, liebe Hörer, wir möchten euch vor etwas warnen. Und hier sind alle Unterlagen und Audio-Files, die wir zu diesem Thema zur Verfügung haben. Ob ihr es glaubt oder nicht, ist euch überlassen. Das wird auch gleich in der ersten Minute erklärt. Okay. Es gibt halt keinen wirklichen Beweis, aber es tendiert, man könnte dran glauben und deswegen wollen wir euch lieber vorwarnen. Das ist die Idee. Und eben die ersten Minute sagen, es ist
ein Mord passiert. Deswegen wird es auch gerne als Science-Fiction-Krimi bezeichnet, was ich nicht so genau. Gut damit. Und aber vielleicht Schlimmeres als ein Mord. Das ist, womit es beginnt. Und dann hört man erst die richtige, die tatsächliche Geschichte. Okay. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich mag diese Idee von, ich nehme eine Theorie, und zwar in dem Fall, dass man telepathisch nach dem Tod noch ein bisschen kommunizieren könnte. Und daraus baut man eine ganze Geschichte aus. Okay, na, muss ich machen. Das ist absolut, ja, unbedingt. Sehr schön. Wird als nächstes gehört. Erinnert mich gerade, also das ist einfach nur vom Erzählen her und von der Thematik her, ich glaube 80er-Jahre-Film war es, Flatliners. Gibt sogar ein Remake. Gibt es schon zweimal. Remakes, okay. Aber keine verrückten Wissenschaftler, die auf dich zukommen. Nein, es sind Studenten. In Flatliners geht es um Medizinstudenten, die philosophische Frage auch klären wollen, was kommt nach dem Eintritt des Todes. Und dann sie gegenseitig, ich glaube es sind 3 oder 4, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, die was sich quasi... Kiefer Sutherland ist dabei, ne? Kiefer Sutherland ist dabei. Gott, jetzt fahren wir die ganzen Schauspieler nicht ein. Ja, der Einzige, der mir eingefallen ist, habe ich gesagt, ja, ich habe Cola. Der hat dabei. Wurscht. Das war keine Schauspielerin. Egal. Und es geht darum, die Medizinstudenten, so dann sind sie nicht in einer Koma versetzt, dann sie künstlich töten und für Minuten dann wirklich hirntot und dann sich wiederbeleben. Und erzählen sich dann, was passiert ist. Okay. Was ist nach dem Ende, die ersten Minuten nach Eintritt des Todes und sie reizen sich immer mehr aus? Ist dabei, Julia Roberts ist auch Julia dabei. Julia Roberts, genau, jetzt ist, ja, ist mir nicht eingefallen. Genau. Kevin Bacon ist dabei, William Baldwin ist dabei und so weiter und so fort. Also sehr, sehr großer Cast. Ja. Es geht um Nahtoderfahrungen. Genau. 1990 schon erschienen. 90er, gut, okay. Genau. Und gab dann, ein, 80, 90, gesagt, gab genau dann ein sehr schwaches Remake in den letzten Jahren. Der aber Film selber, ich habe noch eine gute Erinnerung, aber ein zweites Mal, dann irgendwann später nochmal gesehen, hat er mir dann nicht mehr so. Also, ja, er hat noch den 80er-Flair. Ich wollte gerade sagen, der ist 1990 erschienen, ja. Das wird war irgendwie komisch. Ja, da so gab es viele komische Sachen. Also, die Idee finde ich aber cool. Ja, ja. Die Idee war geil und überhaupt die erste Hälfte oder drei Viertel von Film waren echt saucool und dann schweift es irgendwie ab in eine sehr. Aber die Basisidee ist die Basis wirklich, Idee ist, ja, ist sehr ähnlich prinzipiell sein. Dasselbe, nur dass sie halt Telepathie, nicht sondern mit halt Wiederbeleben und so, sondern mit Telepathie arbeiten. Aber die Idee ist genau dieselbe, anscheinend. Ich habe den Film nicht gesehen, aber es klingt so, als wäre es. Ja, aber damals eine große Sache, war auch ziemlich erfolgreich. 17 Millionen Budget, über 60 Millionen Einnahmen. Mhm. Und eben 2017 gab es dann ein und coole Schauspieler, also der Cast ist echt super. Und da waren sie alle noch jung. Okay, da cool. Da waren sie alle noch sehr relativ jung. Spannend. Ja, aber eher die Jungschauspieler-Gilde damals. Ne? Ja. Das war die Jungrieger damals. Also das Hörspiel, um zurück zum Hörspiel zu kommen. Ja, würde ich empfehlen an allen, die eben diese Art von Geschichten gern haben, wo man in so eine Science-Fiction-Theorie nimmt und sich Gedanken darüber macht, was wäre, wenn. Dann ist es für diese Personen, die sowas gern haben, auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, bin schon gespannt. Ja, ist, glaube ich, auch dann nicht für jeden was. Ja, es ist nicht vom Inhalt, aber ja, gibt auch Leute, die sagen, nein, sowas höre ich mir gar nicht an, weil da will ich mir keine Gedanken drüber machen, da brauche ich Abstand. Mhm. Aber ist super, dass sowas gibt. Also es ist überhaupt kein Thema, dass das Hörspiel halt solche Sachen auch angreift. Ist eine feine Sache und zeigt auch, wie vielfältig das Medium ist. Ne? Ich finde das lustig. Wir haben jetzt eigentlich bis jetzt, also bis auf die News, waren jetzt eigentlich alles mit irgendwie, so haben die irgendwie die ähnliche Prämisse, also nicht abgesprochen. Nein, also wir sprechen, ich habe diesmal nicht mal gelesen. Tod und ja. Tote tauchen wieder auf. Und stimmt, und, ja. Und auch, und auch andere Medien dargestellt, also als echte Radiosendung haben wir auch diesmal drin. Wir haben ja Sherlock und Co. war eigentlich so mit einem Podcast, ja. Meine Hänsel und Gretel-Geschichte war so und jetzt der Tipp von Ann-Sophie. Das wird aber immer mehr gemacht, kommt mir vor, oder? Nein, ich meine, es ist halt ein Element, was du gut verwenden kannst, um die Leute mal reinzuziehen, weil du kennst halt diese Anmut von der Produktion. Und das sagt dir einfach automatisch, hey, das ist realistisch,
das horcht er an, ja. Mhm. Und wie ist das gemacht, ja? Man darf das nicht übertreiben, ja, klar. Mhm. Und das andere sind ja die klassischen Hörspiele, wo ich halt einen Cast habe und manchmal Erzähler, manchmal nicht einen Erzähler und so weiter. Und ich glaube, da hast du ja dein nächster Tipp. Genau, ist ja wieder was Schönes. Ich brich jetzt mit diesem klassisches, mit dem. Es ist ein klassisches Hörspiel mit einer Cast. Die stehen ja wirklich persönlich im Studio. Absolut, ja. Und man kann es sogar sehen, wir verlinken auch einen Einspieler beziehungsweise eben von YouTube-Video, und da sieht man schön, wie die auch wirklich im Studio stehen, sich gegenüberstehen und miteinander interagieren und spielen. Young and Grace ist dein Tipp, eine neue Hörspielserie. Nein, ich ist es gar nicht. 2018 gibt es das, genau. Gibt aktuell 5 Folgen. Bei Young and Grace zum Suchen, es werden die ersten Folgen sind mit einem kaufmännischen UND geschrieben, und dann haben sie es mit Englisch End geschrieben, also wenn es das irgendwo sucht. Also wir verlinken einmal den YouTube-Kanal und dann findet ihr es eigentlich dann schon irgendwie. 2018, also auch wieder nichts brandaktuelles, ist mir zufällig untergekommen, muss ich sagen, ist mir angeboten worden. Sie haben gehört und wir möchten Ihnen empfehlen, so quasi. Und irgendwie hat es mich angesprochen und denkt, hör mal rein. Ist ein Krimi-Hörspiel. Krimi haben wir eigentlich fast immer. Spielt in San Francisco, gibt eine Polizistin und einen Pastor, die was gemeinsam dann Fälle lösen. Die beiden lernen sich in der ersten Folge kennen. Es geht um einen Serienmörder, der was ein sakrales Symbol jedes Mal hinterlässt. Und von dem Vorgesetzten wird empfohlen, da geht zu dem, zum Liam Young, Pastor, der hilft, der kann da helfen, dieses Symbol zu deuten, weil es jetzt mal ein bisschen verändert wurde. Mhm. Und so kommt er dazu und ist dann voll begeistert, weil er ist voll der Fan von, er hört 60er Jahre Hörspiele, Paul Tempel, und das sagt er, und deswegen ist er Feuer und Flamme und bringt es immer wieder ein. Verstehe. Und wird immer wieder angesprochen, du hast ja nur Krimi-Hörspiel-Wissen so in der Richtung. Ist recht cool, er ist immer ganz aufgeregt, wenn irgendwas passiert und kann ich mit, verdeckte Ermittlung, cool. Also er ist komplett wie ein kleines Kind, fährt er sich auf. Ziemlich cool und sie ein bisschen so abgeklärt, ein bisschen eiskalt. So, also sie sind ein sehr Kontrastprogramm zueinander, auch was Ordnung betrifft. Gut, das ist ein Pastor, also das ist sehr kontrastreich. Er freut sich wie ein kleiner Schuljunge und sie ist sehr die alles schon gesehen, alles schon erlebt, Polizistin, die was nicht seit gestern den Job macht. hat eine gute Stimmung. Ist aber nicht das gewohnte Cozy Crime, was man jetzt hat, wenn wir jetzt gehabt haben, eben, was wir jetzt schon gehabt haben, die 13 Jahren oder Mord ist der Hobby oder dergleichen. Ja. Das hat damit nichts. Oder Le Frey von Murphy. Also das ist, geht nicht um ein Heckmeck zwischen die zwei und es ist wenig Slapstick oder vielleicht sonst irgendwas. Vielleicht kannst du es mal vergleichen mit einem Film oder Fernsehserie, weil da gibt es ja, ich meine, die typischen Duos gibt es ja, von Monk bis... Ich wollte gerade sagen, es spielt in San Francisco, ich habe immer Monk im Kopf so in der Richtung, aber es passt Humor. Auch nicht weniger Humor. Also schon eher die Straße von San Francisco. Vielleicht, ja. aber du hast halt doch einen anderen Charakter. Also es ist ja wieder Mentalist. Du hast ja immer einen verschrobenen anders und dann hast du halt den daffen Polizisten oder umgekehrt. Es geht in die Richtung. Gibt es irgendwas, was dir einfällt, wo du sagst, okay, das wäre genau... Nein, snappt jetzt gerade nichts in den Hinterkopf. Eher die... hat aber herzlich, Agentin mit Herz. Eher sowas ein bisschen... Okay. Es ist nicht viel gut, sondern hat schon die Themen sind da, aber es ist kein Cozy Crime, es ist nicht modeste Hobby. Mir fällt jetzt nicht, aber Straße von San Francisco, kommt hin, ist ernster. Weil da gab es einen Jungen und einen Alten. Ne? Gibt es einen Jungen und Alten, ein bisschen ernstere Themen, wird auch verwurstet mit verschiedenen Themen, was da ist, wie der erste Fall Religion. Also sie dann sich ein bisschen thematisch irgendwo anhalten. Region, Sekten, Jugendkultur, also. Es gibt 5 Folgen bis jetzt, wird noch weiter produziert? Ich habe den Eindruck, dass weiter produziert wird. Also circa eine Folge pro Jahr. Die ersten zwei Folgen sind kurz nacheinander entstanden. Okay. Dann hat es 2 Jahre Pause, dann war Pandemie anscheinend, dann hat es die dritte Folge gegeben und dann wieder drauf die vierte. Pandemie ist natürlich Worst Case, weil viele Hörspielserien sind ja weitergelaufen, klar, weil die Sprecher ja sowieso dezentral aufnehmen heutzutage. Und die haben sich halt dann zu Hause Studios teilweise eingerichtet. Aber
Du hast es aber gesagt, das wird im Studio aufgenommen mit mehreren Sprechern. Das geht halt dann nicht. Es ist ein sehr kleiner Cast. Es ist ein sehr überschaubarer Cast. Ja. Es gibt auch relativ wenig Effekte und Effekthascherei. Es ist mehr ein Dialogsystem dafür. Dieser Beispiel gefällt mir. Straßen von San Francisco lebt ja durch das Zusammenspiel zwischen den zwei. Ja, und da gibt es halt diverse aktuellere Sachen auch wahrscheinlich. Ja, ja, aber mir fällt jetzt nur nichts ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein bisschen anders als das, was wir jetzt immer schauen gerade auch und hören. Also es werde ich mal reinhören. Etwas bodenständiger und irgendwie wirkt... Es ist nett, mir gefällt es, ist ein Tick anders. Ja. Es ist ein Tick anders, das, was man aktuell gerade hört, obwohl es was Aktuelles ist. Eben wie gesagt, es wird durch die Dialoge getragen und wenig Effekte. Einziges ist Folge 4. Also das ist darf die Pandemie-Folge sein, ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube, die war die 2000er Folge oder irgendwie so, also oder danach kurz, also oder 2001. Die hat mir nicht so gefallen. Vielleicht liegt es daran, dass die vielleicht auch nicht im Studio aufgenommen worden ist, das weiß ich nicht. Aber da hat man eigentlich die Geschichte vor, die habe ich gut gefunden, also die Grundstory, aber die Dramaturgie, also der, wer auch immer die Dramaturgie gemacht hat, und es hat mir ein bisschen, hat mir nicht so angesprochen. Also die Folge 4. Ja, ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank nicht die erste Folge. Nein, also Gott sei Dank nicht die erste Folge, sonst hätte ich es gar nicht weitergehört. Das hat sie wieder vergessen, weil ich dann. Und 5 ist wieder positiver. 5 ist wieder super. Okay. Und die 4er tragt auch lustigerweise. Sie haben auch aus der dritten Folge wieder die komplett selbe Aufnahme in der Folge 4 drinnen. Also ich glaube, das ist wirklich irgend so ein Produkt aus, wo wir messen was machen, sonst verlieren wir einen Zug, wir messen das machen, aber in Wirklichkeit darf man gar nicht so oder irgendwie. Also kommt man die vor. So quasi so schnell, bisschen. Aber wie gesagt. Nur der 4er ist der Hänger, kann man sie trotzdem anhören, trägt aber zur Gesamthandlung nichts bei. Im Unterschied zu den anderen. Es gibt natürlich Rahmenhandlung à la Monk oder dergleichen, sonst irgendwas. Es entwickelt sich was und dergleichen. Also es gibt eine Rahmenhandlung, eine große. Die was aber nicht sehr bekannt ist. Also einfach nur, wie entwickelt sich die Chemie zwischen die Charaktere, wer sind die und wie tun sie miteinander. Und die Folge 4 trägt da nichts dazu bei. Also die kann man, wenn es einen stört, mitten im Hören, wenn es euch nicht stört, dass ihr etwas nicht fertig hört, mich stört es, ich habe mir es dann fertig angehört, kann man auch dran. Also es versandt nichts. Folge 5, wieder so. Ich bin gespannt, wie schlecht die wirklich ist. Also eben, der fährt sich an, vielleicht ist es einfach nur für mich, weil es auf ein Stück, weil ich es durchgebinged habe. Vielleicht, weil ich es durchgebinged habe, ist die halt quasi qualitativ mein Downer von der Serie. Aber Folge 5 war dann wieder toll. Also nicht mit Folge 4 anfangen. Nicht mit Folge 4 anfangen. Nein, man sollte sowieso mit Folge 1 anfangen, weil dann lernt man die Charaktere. Also das ist die Einführungsfolge für die Charaktere. Eben positiv ist zu erwähnen, eben sie ist im Studio aufgenommen persönlich, was man dann auch im YouTube wieder schön sehen kann. Ich weiß nicht, ob man die, also man kennt, also sie habe ich nicht gekannt. Lieutenant Grace Bennett wird gesprochen von der Caroline von Bemberg. Die ist eher Werbungsstimme. Okay. Die hat noch nicht so viel Rollen. Ist aber schon ein Tatort gewesen und sowas als auch mit drinnen. Also sie hat ein bisschen was aufgelistet. Aber der Peter Eberst, der was den Pastor Liam Young spielt, der ist doch bekannter Schauspieler. Okay. Und ist auch in vielen Hörspielen vertreten. Also die Stimme kennt man. Schön. Nein, klingt auch spannend und ich glaube, ist wieder echt ein guter Mix heute. Ja. Nein, und das ist so ein kleines Ding. Ich jetzt fast was sagen und meinte, ich höre eine. Kenne ich nicht. Mini-Label. Macht Spaß. Damit haben wir unsere Tipps, oder? Ja. Super. Das ist gut. Sehr schön. Ja, dann bleibt mir nur, mich zu bedanken bei euch, dass ich da sein durfte. Gerne. Sehr und gerne. Bei euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ja, schreibt uns gerne rein, falls ihr auch durch uns wieder neue Hörspiele entdeckt habt, wie es euch gefallen hat. Oder wenn ihr Hörspiele natürlich habt, die wir vielleicht nicht kennen. Es gibt wirklich so viele. Und jetzt durch die ganzen ARD-Audiotheken und so weiter auch jetzt Zugang zu älteren Sachen. Weil, wie gesagt, das sind Hörspiele, teilweise in den 70er Jahren. Keine Chance, dass ich die zu meinen Lebzeiten eigentlich gehört habe, wenn die herausgekommen sind. Und jetzt sind sie wieder da und sind oft sehr, sehr gut. Ja, und das, also wenn ihr da etwas entdeckt habt, was wir vielleicht vorstellen sollen, dann bitte einfach in den Kommentaren reinschreiben und dann schauen wir uns das an oder hören uns das an. Gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Weihnachtsende, oder? Tschüss. Ja, ich hoffe, dass es nochmal ausgeht vorher. Ja, ist gut. Mal schauen, wie es im Dezember geht mit dem großen Podcast. Okay. Tschüss. Tschüss.